habt es geschafft. Das Wasser ist wieder rein. Könnt ihr spüren? Ich kann das jetzt nicht plündern. Es wird viel Zeit brauchen, bis das Tal geheilt ist. Aber ihr habt uns Hoffnung geschenkt. Sein? Oh nein! Nein, nein, nein! Der goldene Lotus! Sie haben ihre Leben dem Schutz dieses Ortes verschworen. Dies ist ein Schicksal schlimmer noch als der Tod. Bitte, Helden, befreit ihre Seele. Ihr könnt. Ihr seid am Leben. Dass wir direkt unter ihm stehen? Die Bestie wurde zu Fall gebracht. Ihr habt meine Kriegsmaschine vernichtet. Aber das Tor steht immer noch. Heute wird Orgrimmar nicht fallen. Anu-Doa! Was? Thorgrim! Zum Tor! Jetzt! Auf sie, meine Schwestern! Für Kalimdor! Habt ihr etwas zu sagen? Pandaren. Glaubt ja nicht, dass wir zu eurer Rettung hier sind. Wir kämpfen Katze. Für Kalimdor. Ihr schafft Truppen ins Innere, während wir die Korkhorn beschäftigen. Jetzt redet schon! Gee, es tut mir so leid. Es tut mir leid. Jetzt können wir zusammen sein. Bitte, lass uns ein Kind und meine Kinder zurückkehren. Bitte, stirb nicht. Ich schaffe ihn heraus. Der Kriegshäuptling hat meinen Rat ignoriert. Ich habe herausgefunden, dass er einen Stützpunkt unterhalb des Flammenschlunds errichtet hat. Thrall und Sauerfang sind bereits hinabgestiegen. Lasst Vorsicht walten. Hellschrei hortet dort unten ein ganzes Arsenal. Goblin-Söldner, Pandaren-Artefakte und irgendeine dunkle Macht, die ich selbst hier in mir spüren kann. Und Feuer! Gepeinigter Wind, faul und toxisch. Geplagtes Wasser, schal und giftig. Erloschenes Feuer. Das Blut der wahren Horde, die innere Horde. Ihr seid ein ehrenhafter Ork, Nazgrim. Ich bedauere, was ich tun muss. Den Hexenmeistern erlaubt hat, ihre dunkle Magie vor unserer Nase zu wirken.
sind die orkische Horde, die wahre Horde. Wir sterben blutend und tobend auf dem Schlachtfeld, wie es echte Orks tun. Ihr seid kein Ork mehr und sprecht für niemanden außer euch selbst. Ihr habt unser Volk verraten, um eure kümmerlichen Allianzen zu schmieden. Es wird mir Genugtuung verschaffen, sie zu zerreißen. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Ich werde den Fehler, den ich vor langer Zeit begangen habe, wieder gut machen. Geister des Windes, der Erde und des Wassers, erhört meinen Ruf. Ihr Narr, meine dunklen Schamanen haben die Elemente dieser Gegend verzerrt und gefoltert. Sie können euch nicht hören. Wieder einmal seid ihr schwach und kraftlos. Ich mag kraftlos sein, aber ich bin nicht allein. Ihr wollt euch also einem echten Kriegshäuptling stellen. So sei es. Ich, Garrosh, Sohn von Grom, werde euch zeigen, was es bedeutet, ein Heldenschrei zu sein. 3, 2, 1. Hass, Angst, sie sind fast das Wach des Kriegsverbundes. Ja, ich erkenne. Ich kann die Zukunft dieser Welt sehen. Einer Welt, die von der Horde regiert wird. Meine Horde! Ihr blickt die Visionen der Angst, der Verzweiflung und des Zweifels, genau wie ich. Eure Verbündeten werden euch im Stich lassen. Die Wirtschaft. Ich habe es gesehen. Das Herz hat es mir gezeigt. Berge aus Schädeln und Flüsse aus Blut. Und ich werde meine Welt willkommen! Nein. Es kann so nicht enden, was ich gesehen habe. Geht's uns denn heute? Geht mit geöffneten Augen. Meine Güte, das ist also alles, was von dem Schrecken übrig ist, der Pandaria all diese Jahre heimgesucht hat. Das Dunkel, das einst entströmte, ist Luft da! Seine Strafe bestimmt nicht ihr allein. Ihr werdet ihn nicht mitnehmen. Wir haben alle unter seinen Schandtaten gelitten. Mein Volk mehr als jedes andere. Er soll sich in Pandaria dem Gesetz stellen. Dort
werden wir Gerechtigkeit üben. Für alle. Die Horde braucht ihren wahren Kriegshäuptling. Jetzt mehr denn je. Ja, aber du hast die Horde in diesem Wahnsinn zusammengehalten. Du warst es, der unsere Ehre beschützt hat. Von dem Tag an, Vol'jin, an dem du führst, werde ich folgen. Ich bin nicht würdig. Aber ich werde alles geben für die Horde. Lasst mich mit eurem Kriegshäuptling sprechen. Ich spreche für die Horde. Nun gut. Die Horde hat Abscheuliches begangen, Vol'jin. Doch manche unter euch haben gegen Garrosh's Tyrannei gekämpft. Deshalb bin ich gewillt, dieses Blutbad zu beenden. Doch glaubt mir, wenn eure Horde unehrenhaft handelt, so wie Garrosh, ist das euer Ende?